kommen jetzt zu Dr. Rainer Klingenholz. Er ist Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Bald wird er uns nur noch als Mensch zur Verfügung stehen, aber jetzt hat er einen sehr interessanten Vortrag zum Thema Demografie und was sind die Einflussfaktoren von Demografie. Wir hatten vorher ein kurzes Gespräch und Herr Klingenholz hat ein überaus profundes Wissen. Ich habe ihm von einer Region erzählt, von der ich dachte, die kennt überhaupt niemand. Und dann kam 20 Minuten Vortrag, was da alles gut läuft und warum es gut läuft. Also freuen wir uns auf Dr. Rainer Klingenholz und lernen wir von ihm, dass Demografie nicht nur Angst machen muss, sondern eben auch viele Chancen hat, wenn man dann erkennt, was die Gründe der demografischen Entwicklung sind und welche Einflussfaktoren die Demografie positiv beeinflussen können. Herr Dr. Klingenholz. Ich nehme mir einfach ein Mikrofon hier. Funktioniert das wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, Herr Müller, vielen Dank für die Einladung. Herr Müller hatte mich gebeten, so einen Überblick zu geben, was passiert da eigentlich? Was heißt demografischer Wandel? Warum passiert das und was bedeutet das? Und zwar jetzt nicht nur in Stuttgart oder in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, werden Sie sehen, nachher auch ist so ein bisschen ein Sonderfall in Sachen Demografie, sondern was passiert in Deutschland, was passiert in der ganzen Welt? Weil Sie wissen, es gibt viele Wanderungen auf der Welt, also Menschen gehen von einem Land ins andere aus unterschiedlichen Gründen. Deswegen ist es wichtig, dass man bei den demografischen Veränderungen nicht nur schaut, was passiert hier bei uns in Deutschland, sondern was passiert in der Nachbarschaft oder ganz woanders. Demografie wird manchmal so ein bisschen oder der demografische Wandel als Schreckgespenst gesehen. Weil die Gesellschaft altert, weil es irgendwie Probleme mit der Gesundheit und Pflegeversorgung gibt, weil Sozialsysteme unter Stress geraten könnten, weil wir einen Fachkräftemangel haben und besonders kriegen könnten, weil wir viel Zuwanderung haben und manche Menschen glauben, das ist zu viel, da können wir nicht mit umgehen. Generell sollte man da vorsichtig sein bei diesen Katastrophenszenarien, denn grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, dass der demografische Wandel die Folge einer positiven Entwicklung ist. Der demografische Wandel findet statt, weil es uns so gut geht. Weil es uns gut geht, weil wir besser gebildet sind als vor 50, 100 Jahren, weil die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern vorangeschritten ist, weil wir ganz andere Möglichkeiten haben, unser Leben individuell zu planen und zu gestalten, sind die Kinderzahlen zurückgegangen. Und zwar nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt. Sobald es den Menschen besser geht, bekommen sie weniger Kinder. Und wenn Sie heute auf der ganzen Welt mal schauen, wo haben die Menschen viele Kinder, am meisten Kinder, da sind das die Länder, die in einem ganz jämmerlichen Entwicklungszustand sind. Also eine Folge des Wohlergehens sind rückläufige Kinderzahlen. Und rückläufige Kinderzahlen bei gleichzeitig steigender Lebenserwartung. Wir werden ja immer älter, alle 10 Jahre um fast 3 Jahre, um 2 bis 3 Jahre. Altert die Gesellschaft aus 2 Gründen. Erstens, die Älteren bleiben länger da durch die steigende Lebenserwartung und unten wachsen kleinere Jahrgänge nach, sodass da zwangsläufig eine Alterung der Gesellschaft mit verbunden ist. Und das, wie ich gesagt habe, findet überall statt, weil es überall den Menschen besser geht. Das sehen Sie hier. Also es ist jetzt erstmal so eine Art Grundkurs Demografie, damit man Dinge einschätzen kann. Das ist der Rückgang der Kinderzahlen in verschiedenen Ländern oder die rote Kurve ist das der Mittelwert weltweit. Wir hatten so in den 60er Jahren, als viele Leute von einer Bevölkerungsexplosion sprachen und da auch große Befürchtungen mit verbunden waren, hatten wir im Schnitt 5 Kinder je Frau weltweit. Damit ein erhebliches Wachstum, 2,2% Wachstum jedes Jahr. Heute sind wir bei der Hälfte, bei 2,5 Kindern. 2,5, das heißt, es ist nicht mehr sehr weit von 2,1 weg und 2,1 Kinder bräuchte man, um langfristig eine stabile Bevölkerung zu haben. Also wir haben 2 Erwachsene, 2 Kinder, denkt man erstmal, müssten reichen, aber weil nicht alle neugeborenen Mädchen ihrerseits das Alter erreichen, wo sie selbst Mütter werden können, braucht man da einen kleinen Puffer obendrauf. Also 2,1 Kinder ist das sogenannte bestandserhaltende Niveau. Und Sie sehen, in allen Ländern, und hier sind nur ein paar aufgezeichnet, sind die Kinderzahlen zurückgegangen. Und das heißt, dass die Jahrgänge
der Vergangenheit bei uns, die Babyboomer in den 60er Jahren geboren vor allem, deutlich mehr Nachwuchs da war, als es heute der Fall ist. Das heißt, wir haben aus der Vergangenheit starke Jahrgänge, die jetzt lange im Berufsleben waren und irgendwann auch das Berufsleben verlassen werden. Und das, diese Beule, also diesen Ausschlag nach oben, den haben wir in allen Ländern. Denn überall auf der Welt, selbst in den armen Ländern, gehen die Kinderzahlen zurück. Weil wir da ein universelles Entwicklungsprinzip haben, haben wir sowas wie einen demografischen Übergang. Demografischer Übergang heißt, wir kommen von einer demografischen Situation in eine ganz andere. Und zwar in allen Ländern der Welt, aber zeitversetzt. Das verläuft nicht parallel. Und der demografische Übergang beginnt zu einer Zeit, als die Menschen viele Kinder hatten. Das war bei uns in Deutschland vor, sagen wir mal, 300, 400 Jahren auch der Fall. Wenn Sie in alte Stammbäume schauen, hatten die Menschen 8, 10, 12 Kinder. Aber von diesen 8, 10, 12 Kindern haben vielleicht 2 überlebt, weil die Sterblichkeit sehr hoch war. Hohe Kinderzahlen waren begleitet von einer hohen Sterblichkeit und das bedeutet, dass die Bevölkerung nicht oder gar nicht, kaum wächst. Und genau das sehen Sie hier. Hier unten in der Phase 1, hohe Kinderzahlen, hohe Sterblichkeit. Und die Bevölkerung sagt erstmal gar nichts, wächst kaum. Über Jahrhunderte ist die Bevölkerung in Europa, in der Welt kaum gewachsen, weil trotz hoher Kinderzahlen ganz viele Menschen gestorben sind, in jedem Alter und vor allem die Kinder sehr früh gestorben sind. Und dann durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen, durch bessere Ernährungsmöglichkeiten, durch erste Fortschritte bei der Hygiene, irgendwann durch medizinische Errungenschaften, sinkt zunächst die Sterblichkeit. Kinder überleben viel häufiger. Und dann kam es in überall in allen Ländern zu einer zum starken Bevölkerungswachstum, könnte man auch sagen Bevölkerungsexplosion. Das haben wir in Europa vor 200, 250 Jahren erlebt. So viel Bevölkerungswachstum, dass viele Menschen abwandern mussten in die neue Welt. Die neue Welt wurde besiedelt, weil die Bevölkerung in Europa kein Fortkommen mehr gesehen hat. In dieser Phase, wie gesagt, wächst die Bevölkerung sehr stark. Und dann mit einer Verzögerung von 20, 30 Jahren im Allgemeinen merken die Menschen, hoppla, so viele Kinder, wie ich in der Vergangenheit geplant habe, wollen wir eigentlich gar nicht oder wollte ich gar nicht, weil viel mehr überleben. Das dauert eine Weile, bis die Menschen das verinnerlicht haben und dann, zeitversetzt, gehen dann auch die Kinderzahlen zurück. Erst geht die Sterblichkeit zurück und dann gehen die Kinderzahlen zurück und dann hört das Bevölkerungswachstum auf. Und irgendwann ist es so, dass die Kinderzahlen geringer werden, kleiner werden als die Sterblichkeit. Und dann kann eine Bevölkerung sogar schrumpfen. Da sind wir in Deutschland seit 1972 dabei. Also aus natürlichen Gründen, ohne Zuwanderung, sinkt die Bevölkerungszahl seit 1972 in Deutschland. Jedes Jahr haben wir mehr Sterbefälle als Neugeborene gehabt. Seit 1972 haben die meisten damals gar nicht bemerkt, weil eben Zuwanderung dafür gesorgt hat, dass die Bevölkerung weiter gewachsen ist. Das heißt jetzt, dass die verschiedenen Länder der Welt nur alle durch den gleichen Prozess gehen. Dieser demografische Übergang ist die einzige sozioökonomische Theorie, die den Entwicklungsgang sämtlicher Nationen beschreiben kann. Weil die Länder auf einem unterschiedlichen Ort auf der Zeitachse sind, haben wir heute Länder, die schon schrumpfen. Heute Länder, die nicht mehr wachsen und heute Länder, die noch stark wachsen. Die sind am Ende, die fangen gerade erst an mit dieser Entwicklung. Und das sind die armen Länder in Afrika, in Westasien, zum Teil in Südasien. Die ganze Entwicklung geht sehr schnell. Das sehen Sie hier. Das ist die Zahl der Länder mit Kinderzahlen unter 2,1. Also 2,1, das sogenannte bestandserhaltende Niveau. Da hatten wir in den 60er Jahren vier, fünf Länder, die diese niedrigen Kinderzahlen hatten. Über die Zeit ist das stark und schnell gewachsen. Wir haben heute über 80 Länder, in denen die Kinderzahlen nicht mehr bestandserhalten sind ohne Zuwanderung. Das sind sämtliche Industrienationen, mit Ausnahme von Israel, Sonderfall. Das sind mittlerweile auch sehr viele Schwellenländer. Brasilien, Türkei, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesch haben alle Kinderzahlen unter 2,1 oder 2,1 und drunter. Und das Land, was den stärksten und schnellsten Rückgang der Kinderzahlen erlebt hat, wundern sich viele, ist ein muslimisches Land, ist der Iran.
Iran hat innerhalb einer Generation, innerhalb von 30 Jahren, einen Rückgang der Kinderzahlen von 7 Kindern je Frau auf 1,8 Kinder erlebt. Also ein extremer Rückgang, der für eine sehr schnelle sozioökonomische Entwicklung in diesem Land spricht. Und wir sehen so den Iran manchmal so ein bisschen unter der Kruste der Mullahs als rückständiges Land, aber der Iran ist in Wirklichkeit ein sehr fortschrittliches Land. Iran hat einen sehr hohen Bildungsstand, gerade unter Frauen einen hohen Bildungsstand. Iran hat eine hohe Urbanisierungsrate. Urbanisierung trägt auch dazu bei, dass die Gesellschaft sich schnell modernisiert und dass die Kinderzahlen sinken. Und wenn der Iran könnte, wie es die Menschen vermögen in diesem Land, und wenn diese Kruste der Regierung nicht da war, wäre das ein Land, was sich rasant entwickeln würde. Und das zeigt auch die demografische Entwicklung, weil die demografische Entwicklung immer ein Anzeiger für den sozioökonomischen Status ist. Das Ergebnis aus der Tatsache, dass die Länder auf einem unterschiedlichen Ort auf der Zeitachse dieses demografischen Übergangs sind, sehen Sie hier. Das ist eine Weltkarte nach Bevölkerungsentwicklung. Blau heißt Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2060 und rot bedeutet Bevölkerungswachstum. Und da sehen Sie, was für Auswirkungen das hat, weil die Länder eben, die weiterentwickelt sind, auch im demografischen Wandel weiter fortgeschritten sind, ist dort Bevölkerungsrückgang zu erwarten. Und das ist immer mit Wanderungen kalkuliert hier. Und Sie haben da praktisch so eine Art Schrumpfgürtel von Portugal bis nach Japan, Südkorea, über Russland. Und umgekehrt, in den armen Ländern, insbesondere Afrika und Westasien, Nahe Osten, dort gibt es eben noch ein starkes Bevölkerungswachstum. Und das sorgt dafür, dass wir heute die maximalen demografischen Verwerfungen haben, die man sich vorstellen kann. Die gab es in diesem Umfang nie in der Geschichte der Menschheit. Und wir haben einzelne Länder wie, nehmen Sie Nigeria. Nigeria hier unten in Afrika, von der Fläche her anderthalb Mal so groß wie Frankreich. Nigeria hat heute eine Bevölkerungsdichte etwa wie Frankreich. In Nigeria wohnen heute 200 Millionen Menschen. Das werden im Jahr 2050 etwa 400 Millionen sein. Und das ist eine relativ sichere Annahme, weil man weiß, wie schnell oder wie langsam dort die Kinderzahlen zurückgehen. Nigeria wird im Jahr 2050 etwa eine Bevölkerungsdichte wie Holland haben. Und Holland, wie Sie wissen, ist ein sehr dicht besiedeltes Land. Das heißt, man braucht dann aber auch die Möglichkeiten, die Menschen mit Jobs, mit Infrastruktur, mit allen möglichen Dingen zu versorgen. Und wie das passieren soll, ist heute nicht ganz klar. Wir haben ein Land wie Tansania beispielsweise, hier unten in Ostafrika. Tansania wird im Jahr 2050 mehr Einwohner haben als Russland. Und das zeigt, wie stark sich die demografischen Gleichgewichte in der Welt verschieben werden. Und wir haben hier ein Land, das Land mit dem höchsten Bevölkerungswachstum, Niger, am Südrand der Sahara. In Niger wohnen heute 22 Millionen Menschen. Der Entwicklungsstand ist vorindustriell. Viele Menschen leben von der Landwirtschaft, von der Subsistenzlandwirtschaft oder als nomadische Bauern. Niger hat das höchste Bevölkerungswachstum der Welt, im Schnitt 7 Kinder je Frau. Niger wird im Jahr 2050 über 60 Millionen Einwohner haben, also verdreifachen seine Bevölkerungszahl bis 2050. Das ist eine große Aufgabe für das Land, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt überlegen Sie sich mal, Stuttgart, Baden-Württemberg oder Deutschland müsste bis 2050 die Infrastruktur und alle Versorgungsleistungen für die dreifache Zahl von Menschen bereitstellen. Also dann für 250 Millionen Menschen. Das wäre für ein reiches Land wie Deutschland eine große Aufgabe. Da würden wir ganz schön ins Schwitzen kommen. Und jetzt überlegen Sie, wie kann Niger das schaffen? Relativ schwierig. In Niger kommen pro Jahr 600 Millionen Menschen neu auf den Arbeitsmarkt. Junge Menschen wachsen in den Arbeitsmarkt hinein. Der Arbeitsmarkt bietet aber in Niger insgesamt 170.000 ordentliche Arbeitsplätze. Davon sind 80.000 in der Verwaltung. Also nur knapp 100.000 Arbeitsplätze im ganz normalen wirtschaftlichen Bereich. Der Rest ist Subsistenz oder informelle Wirtschaft. Das heißt, ein Land wie Niger wird dieses Wachstum von 60 Millionen Menschen im eigenen Land schlicht und einfach nicht bewerkstelligen können. Die Menschen werden das Land verlassen, werden irgendwelche Dinge tun,
die sicher nicht zum Vorteil für das Land sind. Das größte Problem dieser Länder, die hier rot oder dunkelrot gezeichnet sind, ist, dass die Bevölkerung im Erwerbsalter schneller wächst als die Zahl der Arbeitsplätze. Die Schere geht immer weiter auseinander und das ist die Ursache für alle diese Probleme, die wir heute politisch sehen, also soziale Unruhen in den Ländern, also immer mehr junge Menschen, die keine Perspektive haben, die keine Chancen haben, ihr Leben zu gestalten, die dann entweder aus dem Land rausgehen oder auf andere Gedanken kommen, die jetzt politisch nicht sehr hilfreich sind. Das ist die Situation, wenn man sich das jetzt weltweit anguckt. Aber jetzt gehen wir mal zurück nach Deutschland. Wir haben gesehen, Deutschland ist ziemlich weit vorne bei diesem Weg durch den demografischen Übergang. Wir waren das erste Land der Welt, in dem die Kinderzahlen früh und deutlich unter das bestandserhaltende Niveau gesunken sind. Also das war auch 1972 der Fall. Nach dem Babyboom ist das ziemlich schnell runtergerauscht. Im Babyboom hatten wir im Schnitt 2,4 Kinder je Frau in Deutschland und dann ist es relativ schnell auf einen Wert von 1,6 und jetzt dann für lange Zeit 1,4 Kinder je Frau runtergefallen. Die Bevölkerungsentwicklung sieht man unter anderem an dem, was man immer noch eine Pyramide nennt. Da sehen Sie im Jahr 2013 und Sie müssen das einfach ein Stück hochschieben, dann sind Sie 2019. Hier sehen Sie diese Beule, die ist interessant. Das sind die Babyboomer und hier einige Babyboomer sitzen hier. Und Sie werden sich erinnern, da wo Sie waren, war es immer voll. Da war es in der Schule voll, da war es bei der Ausbildung voll, da war es auf der Suche nach einem Arbeitsplatz voll. Und Sie sehen natürlich, irgendwann wird es dann auch im Altersheim voll. Da treffen Sie die ganzen alten Freunde und Kumpels wieder. Aber die Babyboomer, die sind jetzt nichts Böses, nichts Schlimmes, sondern die sind etwas extrem Positives, denn der demografische Wandel hat zwei Phasen. Und die erste Phase ist höchst lukrativ, ökonomisch höchst lukrativ, denn diese Babyboomer sind allesamt relativ gut qualifiziert, die haben fast alle einen Job, die zahlen Steuern wie verrückt, die zahlen Sozialabgaben wie verrückt und die Babyboomer, die alle noch im Erwerbs- oder fast alle noch im Erwerbsleben heute sind der Grund dafür, dass wir diese hohen Steuereinnahmen in Deutschland haben in den letzten Jahren. Dass wir diese extrem hohen Beschäftigungsquoten haben, dass wir die Überschüsse in den Sozialkassen haben. Das ist der erste Teil des demografischen Wandels. Da profitieren wir von einer demografischen Dividende. Und eine demografische Dividende kann man immer dann einfahren, wenn ein überproportional hoher Anteil der Bevölkerung im Erwerbsalter ist und diese Leute auch einen Job finden. Wenn die keinen Job finden, ist nicht so praktisch. Aber wie gesagt, in dieser Phase sind wir noch. Wir ernten im Moment die letzten Monate und Jahre der demografischen Dividende. Aber Sie sehen zwangsläufig mit der Alterung, und hier haben wir schon eingezeichnet, Rentenalter 67 im Jahr 2030 logischerweise. 2030 ist der Höhepunkt der Verrentung der Babyboomer dann. Da ist jeder Jahrgang, der sich in den Ruhestand verabschiedet, selbst wenn er dann das erst mit 67 macht, was im Schnitt nicht der Fall ist, ist doppelt so groß wie jeder Jahrgang, der unten reinwächst. Und jetzt wissen Sie, was Fachkräftemangel heute bedeutet und was Fachkräftemangel in den nächsten 15 Jahren bedeutet. Dieses, sagen wir mal, Gejammer um den Fachkräftemangel, das wir heute haben, ist im Wesentlichen konjunkturell bedingt. Das hat mit Demografie sehr wenig zu tun bislang. Die Demografie kommt erst in dieser Zeit, wenn diese fetten Jahrgänge sich in den Ruhestand verabschieden. Und wir haben dann im Jahr 2050 die Situation, dass 14% der Menschen 80 Jahre und älter sind. Also jeder siebte in der Bevölkerung in Deutschland. Und bevor Sie jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, oh, das ist ja eine richtig alte Gesellschaft, das finde ich nicht so gut, sollten Sie daran denken, dass Sie dann genau da oben angekommen sind. Die meisten, die hier sitzen, wenn sie dann noch unter uns sind, werden 80 Jahre und älter sein im Jahr 2050. Das heißt, wir sind alle Teil dieses demografischen Wandels und deswegen ist es unsere Aufgabe, diesen Wandel zu gestalten und nicht zu jammern. Aber es ist, wie gesagt, ganz sicher eine Aufgabe. Ich sagte vorhin, dass wir seit 1972 Sterbeüberschüsse haben, also mehr Sterbefälle als Geburten. Das heißt, die Bevölkerung aus natürlichen Gründen hätte längst schrumpfen müssen. Ist sie aber nicht, sondern wir hatten 1972 78 Millionen Menschen, haben heute 83 Millionen Menschen. Wie erklärt sich das? Schlicht und einfach nur durch die Zuwanderung. Wir hatten verschiedene Phasen der Zuwanderung
Und wenn Sie sich die Zuwanderungskurve mal anschauen, sehen Sie, das verläuft doch ziemlich erratisch. Also es gab Wellen der Zuwanderung hier, dass die Gastarbeiterzuwanderung, zwischendrin Ölkrise, wieder Gastarbeiterzuwanderung, Ölkrise, Rezessionen und so weiter. Und dann hatten wir hier das Ende oder den Fall des Eisernen Vorhangs. 1,5 Millionen Spätaussiedler nach Deutschland gekommen, Jugoslawien-Krise oder Kriege mit der Abwanderung. Das gab dann nochmal einen gewaltigen Ausschlag nach oben. Dann gab es hier die Finanzkrise, da hatten wir das gar nicht lange her, 2008, im Saldo eine Abwanderung aus Deutschland. Wir haben Menschen verloren, nur aus Gründen der Wirtschaftskrise. Und dann kam das, was man die Flüchtlingskrise nennt, eben ein starker Ausschlag, mehr als 1 Million Zuwanderung im Saldo pro Jahr, aber danach wieder ganz starker Abfall. Und jetzt die nächsten Jahre, wenn wir hier die Daten hätten, ist doch deutlich nach unten gegangen wieder. So im Schnitt der vergangenen 30 Jahre hatten wir einen Zuwanderungsgewinn von 200.000 pro Jahr. Und wenn Sie sich, wenn Sie sich dann gegen Kanada anschauen würden, dann würden Sie hier praktisch eine Gerade sehen. Zuwanderung ganz geplant, Zuwanderung, um die Wirtschaft zu stärken, Zuwanderung, um die Gesellschaft zur Entwicklung zu bringen. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir haben keine Ordnung in der Zuwanderung, weil wir nie eine Zuwanderungspolitik hatten, bis heute nicht wirklich. Und deswegen diese erratischen Ausschläge, das ist nicht immer ganz leicht zu verarbeiten politisch. Und da wäre es sicher sinnvoll, wenn man mehr so sich in Richtung Kanada bewegen würde. Die Beule der Babyboomer, die Sie vorhin gesehen haben, heißt, dass sich da jetzt über die nächsten 15 Jahre praktisch alle dieser Babyboomer in den Ruhestand verabschieden werden. Und das bedeutet jetzt, je nachdem, wie lange die Menschen im Erwerbsleben bleiben, dass die Zahl der Menschen im Erwerbsalter doch deutlich zurückgeht. Das ist das, was dann sich auch in den Fachkräftemangel übersetzen wird. Aber Sie sehen auch, dass durch die Veränderung des Renteneintrittsalters jetzt hier in dem Fall auf 67 Jahre, wie es geregelt ist, sich da doch einiges abfedern lässt. Und das ist natürlich auch sinnvoll, denn wenn die Lebenserwartung steigt, also wir haben jetzt in der Vergangenheit 2 bis 3 Jahre pro Jahrzehnt hinzugewonnen. Das heißt, dass jeder Tag, den Sie erleben, in Wirklichkeit 30 Stunden hatte. Sie haben mit jedem Tag, und das ist im Moment noch der Fall, gewinnen Sie etwa 6 Stunden Lebenserwartung hinzu. Wenn Sie morgen aufwachen, können Sie sagen, hoppla, wieder 6 Stunden hinzu. Übermorgen wieder, Wochenende auch. Jeden Tag 6 Stunden Lebenserwartung. Und das zeigt, das ist das, was ich am Anfang sagte, das ist ein Effekt der Tatsache, dass es uns immer besser geht. Weniger verschleißende Arbeitsbedingungen, vernünftigere Ernährung, bessere medizinische Versorgung. Da profitieren wir ganz extrem von diesem demografischen Wandel. Und die Lebenserwartung ist deutlich schneller gestiegen als die Arbeitsphase. Und deswegen sagen wir und sagen andere auch, man sollte eigentlich das Renteneintrittsalter fest koppeln an den Zuwachs der Lebenserwartung. Und wir haben heute die Situation, wir arbeiten im Schnitt 40 Jahre und wir verbringen im Schnitt 20 Jahre im Ruhestand, also 2:1. Und dieses Verhältnis bei weiter steigender Lebenserwartung, wenn es denn stattfindet, sollten wir auf das Rentenalter draufschlagen, das Eintrittsalter aufschlagen. Und dann hätten wir eine Regelung, die etwas generationengerechter wäre als das, was wir heute haben. Und wir hätten vor allem, wenn wir das institutionalisieren, wie es in den skandinavischen Ländern zum Teil passiert ist, diesen Streit, den wir immer vor den Wahlen haben. Und die Vorwahlperiode dauert ja mittlerweile fast 4 Jahre. Diesen politischen Streit, sagen wir mal, so Geschenke oder Versprechungen für die künftige Ruhestandsgeneration, da übertreffen, versuchen sich ja die Parteien zu übertreffen dabei. Das hätten wir aus der Diskussion raus und die Politik könnte sich mit sinnvolleren Dingen beschäftigen, wenn das ein für alle Mal geregelt wird. Wenn die Lebenserwartung steigt, steigt auch das Renteneintrittsalter. Das sollte man tun und wenn man das täte, dann wäre man im Jahr 2050 bei einem Renteneintrittsalter von 69 Jahren. Und deswegen ist diese Forderung, Leute, stellt euch doch mal darauf ein, dass ihr bis 69 oder bis 70 erwerbstätig bleiben solltet, die ist gut begründbar. Nämlich genau über den Zuwachs der Lebenserwartung. Und Sie wissen, wir werden älter und wir werden deutlich fitter und gesünder älter.
und wir bleiben auf eine Weise leistungsfähig, wie wir uns das früher nicht vorstellen konnten. Und wir müssen immer dran denken, wer bezahlt das eigentlich? Ja, das sind die Jahrgänge, die unten immer kleiner werden. Und die trägt dann die Aufgabe oder Schrägstrich Last, eben diese große Zahl von älteren Menschen finanziell stützen und versorgen zu müssen. Und das muss man irgendwie gerecht regeln. Und zwar so gerecht, dass auch die Alten nicht geschädigt werden. Weil wenn man die Jungen überstrapaziert, dann sagen die irgendwann, nee, das machen wir nicht, da gehen wir woanders hin. Und das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Umgekehrt, das ist, sind jetzt die Menschen im Erwerbsalter. Und wenn man die Menschen im Rentenalter sieht, da sieht man, dass es da, weil die Rentenzeit eben nur 20 Jahre dauert im Vergleich zum Erwerbsleben, sieht man da, dass die Erhöhung des Renteneintrittsalters da einen größeren Effekt hat. Und in dem Fall, wenn jetzt Rentenalter 69 bis 2000 wäre, hätten wir einen deutlich geringeren Anteil derjenigen, die finanziell zu versorgen wären. Das Ganze ist natürlich mit Kosten verbunden. Ganz egal, wie wir es regeln, denn es werden schlicht und einfach mehr Anspruchsempfänger vorhanden sein in den nächsten Jahren. Alt werden kostet Geld. Das ist einmal, was die soziale Versicherung anbelangt, aber auch was die medizinische Versicherung anbelangt. Das wissen Sie, wenn Sie ein bisschen älter sind, wenn Sie nur auf Ihre Arztrechnung mal schauen. Zwischen 40 und 60 und 70 und 80 gehen die Kosten da hoch. Und das kann man berechnen. Und da gibt es diese Zahlen, wie das je nach Rahmenbedingungen sich verändert. Und wir haben heute etwa 26% des Bruttoinlandsprodukts an Kosten, die in demografieabhängige Ausgaben fließen. Das ist Rente, das sind Krankenversicherung, das sind Pflegekosten. Und von 26% wären wir im besten Fall auf 29%. Das klingt so wenig, aber das ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein Haufen Geld. In dem schlechtesten Fall auf 33% nach oben gehen. Das sind offizielle Zahlen der Bundesregierung. Und wo wir uns da bewegen innerhalb dieser Spanne da oben zwischen 29% und 33%, das hängt ab von der Produktivität der Wirtschaft. Also dadurch werden ja die Einnahmen bestimmt. Von der Arbeitslosenquote, also wie viele Menschen tatsächlich bei den Einzahlern sind, von Einkommenssteigerungen. Wenn Einkommen so steigen, wie sie es in der Vergangenheit gemacht sind, sind natürlich auch die Einnahmen des Staates entsprechend hoch und von dem tatsächlichen Renteneintrittsalter. Also wir haben das Offizielle, was jetzt langsam Richtung 67 Jahre geht, aber das Tatsächliche liegt ja darunter, weil es Leute gibt, die früher zum Teil aufhören müssen zu arbeiten oder weil sie auch ein bisschen politisch dazu aufgerufen werden, fast doch früher aufzuhören zu arbeiten. Sie sehen also, es gibt schon ein paar Aufgaben, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, demografischer Wandel ist eigentlich eine tolle Geschichte, weil es die Folge eines besseren Lebens ist. Aber die Aufgaben, die anstehen, muss man jetzt einfach angehen oder hätte man schon vor geraumer Zeit angehen sollen, weil die Entwicklung ist ja langfristig übersehbar und entsprechend kann man auch langfristig planen, wie man sich da anpasst. Aber wir haben eben neben diesen generellen Aufgaben für das Land noch große regionale Aufgaben, denn der demografische Wandel läuft in Baden-Württemberg anders als in Sachsen-Anhalt. Er läuft in Bayern anders als in Vorpommern. Dafür gibt es verschiedene Gründe und die will ich Ihnen kurz erläutern. Das sind die Kinderzahlen je Frau in Deutschland, und zwar in Ost und West. Sie sehen hier, Ost und West war doch ziemlich irgendwie ein Land eine Zeit, obwohl es getrennt war, denn der Babyboom in Ost und West zeitgleich und in der Höhe absolut gleich. Wenn Sie da Schweden und Frankreich daneben legen, die hatten zwar auch einen Babyboom, aber es sieht ganz anders aus. Eine Nation, ein Volk sozusagen. Ne? Da gab es den Babyboom und dann gab es das, was man als Pillenknick bezeichnet. Das hat mit der Pille nur bedingt zu tun. Das war einfach ein Mittel, wo man die Familiengröße planen konnte. Aber der eigentliche Grund ist eine veränderte Rolle von Frauen in der Gesellschaft. Denn wir haben den Pillenknick auch in Ländern, wo es die Pille gar nicht gab. Beispielsweise in Japan war sie bis Anfang der 2000 Jahre verboten. Und da gibt es genau den gleichen Pillenknick. Also durch einen anderen Bildungszugang für Frauen, durch einen anderen Arbeitsmarktzugang für Frauen, durch eine andere Rolle von Frauen in der Gesellschaft, die in den 60er Jahren eingeleitet wurde, sind die Kinderzahlen zurückgegangen. Und dann Ost und West absolut gleich und dann gibt es plötzlich eine völlig unterschiedliche Entwicklung in Ost und West.
Im Westen hat man gesagt, ja, Demografie interessiert uns überhaupt nicht. Und nichts passiert. Kinder zahlen auf 1,4 runter und sind dann dort geblieben, sogar zum Teil tiefer noch gegangen. Im Osten gibt es plötzlich das Ding, diesen Anstieg, den man als Honecker-Buckel bezeichnet. Und das war die Überlegung, dass die DDR ein ja doch relativ abgeschottetes Land war. Das war ein politisches, ein gesellschaftliches Experiment, was, wie das in Deutschland üblich ist, so, doch so zumindest mal für 1000 Jahre geplant war. Und die wussten, die politisch Verantwortlichen in Ost-Berlin wussten natürlich, dass sie offenbar nicht wirklich attraktiv sind für die Menschen, die dort lebten. Denn die DDR hat in jedem einzelnen Jahr ihrer Existenz Menschen durch Abwanderung verloren, obwohl da eine Mauer drum war. Sind immer welche weggegangen und sie haben gesagt, wenn die weggehen und wenn wir so niedrige Kinderzahlen haben, dann schaffen wir das mit den 1000 Jahren nie. Dann sind wir in absehbarer Zeit verschwunden. Und deswegen hat man sich aber eine sehr konzentrierte Familienpolitik eingelassen im Osten. Das hat funktioniert. Also es gab zum Beispiel Wohnraum nur, wenn die jungen Menschen verheiratet waren und Kinder hatten. Es gab Kredite für junge Menschen, die man abkindern konnte. Also mit dem ersten Kind war die Hälfte des Kredits weg und mit dem zweiten Kind war die zweite Hälfte des Kredits weg. Sie sehen, das hat funktioniert und die Menschen haben mehr Kinder bekommen als im Westen und sie haben sehr früh Kinder bekommen. Frühkinder bekommen ist das Gleiche wie mehr Kinder bekommen, weil es eben die demografische Entwicklung positiv beschleunigt. Aber so über die Zeit der DDR waren dann die Menschen da doch nicht so ganz zufrieden. Kinderzahlen sind zurückgegangen und zur Wende war es praktisch Ost und West wieder gleich. Und dann ist was passiert, was historisch einmalig war. Durch die Veränderungen, durch die wirtschaftliche Verunsicherung und durch die neuen Möglichkeiten, die die Menschen gehabt haben, erstmal weggehen, erstmal verreisen, erstmal einen Job im Ausland suchen oder in Westdeutschland suchen, sind die Kinderzahlen auf unter 0,8 zusammengebrochen in den 90er Jahren. Also eine Halbierung der Kinderzahlen. Das heißt, in den 90er Jahren ist eine halbierte Generation zur Welt gekommen ist in Ostdeutschland und außerdem sind ja noch fast 2 Millionen Menschen abgewandert aus dem Osten. Das heißt, da sind demografische Lücken entstanden, die sich jetzt heute fortsetzen. Das sehen wir gleich noch. Heute ist es dann so, dass die Frauen im Osten irgendwann auch die ausgefallenen Geburten zum Teil nachgeholt haben. Und sie haben sich jetzt eigentlich wieder so an die ehemalige DDR-Sozialisierung angepasst. Die haben im Schnitt mehr Kinder als im Westen. Kinderbetreuung ist sehr gut, Erwerbsquote von Frauen im Osten ist höher als im Westen. Also das funktioniert da alles, ähnlich wie in Skandinavien. Deswegen haben die etwas höhere Kinderzahlen. Hinzu kommt, dass nicht nur die Kinderzahlen zusammengebrochen sind, sondern dass es auch diese massive Abwanderung nach der Wende aus Ostdeutschland gab. Da sind jetzt die ersten beiden Jahre gar nicht drauf, also 89 und 90. Da gibt es keine richtigen Daten, weil da noch das Land nicht wiedervereinigt war. Also da sind, wenn man die Kurve hochzeichnet, sind noch viel mehr abgewandert. Also der Verlust ist dann in 90 und 89 höher. Aber Sie sehen, Ostdeutschland hat bis 2013 in jedem Jahr Einwohner verloren durch Abwanderung. Das war zwischendurch mal ein bisschen besser. Das war die Zeit, als sehr viel Bauwirtschaft in Ostdeutschland unterwegs war. Also der Glaube an die blühenden Landschaften kurz da war und dann wurde es wieder schwieriger und prompt ist dann die Abwanderung wieder hochgegangen. Also dort, wo die Menschen mobil sein können, sind sie es auch und sie wandern dann schlicht und einfach der Beschäftigungsmöglichkeit, der Arbeit hinterher oder den Einkommensmöglichkeiten hinterher. Und das waren dann erhebliche Verluste, die insgesamt so 1,8 bis 2 Millionen Menschen umfasst. Und diese Menschen waren jung, die abgewandert sind, sie waren überdurchschnittlich qualifiziert und sie waren überproportional weiblich. Und diese Mischung jung, schlau und Frau hat demografisch natürlich erhebliche Effekte. Und diese Effekte sehen Sie hier. Das ist der Frauenanteil zwischen 20 und 30 Jahren im Jahr 2005, als die Unterschiede am stärksten waren. Und überall, was dunkel ist, dunkelviolett ist, fehlen Frauen in der Altersklasse 20 bis 30 Jahre. Die sind massiv flächendeckend aus dem Osten weggegangen. Es gab da einzelne Regionen, da hatte man einen Frauenmangel von über 30%. Und Frauenmangel von über 30% heißt natürlich auf der anderen Seite einen Männerüberschuss von über 30%.
Welche Regionen waren das? Das waren die peripheren, vor allem die ländlichen Regionen, wo es schwierig war und wo die Bildungsunterschiede damals extrem groß waren. Die Frauen haben damals um diese Zeit in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, zu 50% häufiger Abitur gemacht im Osten Deutschlands als die Jungs. Dafür gab es unter den Jungs 100% mehr, die nur Hauptschule oder nicht mal Hauptschule geschafft haben. Und Sie können sich vorstellen, mit dem Abitur in der Tasche haben sie andere Abwanderungschancen als ohne Hauptschulabschluss. Und das war der Grund dafür, dass die Frauen überproportional abgewandert sind, obwohl sich der Arbeitsmarkt im Osten eigentlich zugunsten der Frauen verändert hat. Mit der Wende sind die Malocherjobs weggebrochen. Und das waren klassischerweise die Männerjobs in der Produktion, in den Bergwerken, im Handwerk. Das waren Männerjobs und die Frauen haben die Dienstleistungsjobs gehabt, Lehrerinnen, Krankenschwestern, Ärztinnen und so weiter. Und der Dienstleistungsbereich hat sich ausgedehnt und die Malocherjobs waren die, die weggefallen sind. Also eigentlich war der Wanderungsdruck auf den Männern, aber abgewandert sind die Frauen, weil sie besser qualifiziert waren. Und das hat eben zu diesen massiven Einbrüchen geführt. Und da, wo die jungen Frauen fehlen, kann ich natürlich auch weniger Familien gründen. Wo haben die ihre Familien gegründet? Im Zweifel hier unten in Baden-Württemberg, da wo es blau ist, da wo es dann diesen Frauenüberschuss gab. Und Sie sehen auch, das konzentriert sich im Wesentlichen um Hochschulstandorte, also Freiburg, Heidelberg, Tübingen. Da haben wir überall einen Überschuss an Frauen, weil Frauen durch die bessere Qualifikation mittlerweile auch an den Universitäten deutlich überrepräsentiert sind. Also da haben die Männer einen gewissen Nachholbedarf. Interessanterweise, wir haben das damals schon untersucht, und das kann man bis heute fortsetzen, die Regionen, wo wir den höchsten Frauenmangel hatten, den höchsten Männerüberschuss, also wenn die Frauenabwanderung jung, schlau und Frau war, dann ist der Männerüberschuss, der entstanden war, männlich, gering qualifiziert und im Zweifel keine Beschäftigung. Das heißt, kein Job, keine Ausbildung, keine Frau. Und das ist im Alter von 20 bis 30 Jahren für die Männer eine schwierige Situation, sagen wir es mal vorsichtig. Und das korrelierte damals hoch mit dem NPD-Wahlverhalten. Das sind interessanterweise heute noch die Regionen in Ostdeutschland, wo wir diese Lücke haben. Die hat sich ja nicht geschlossen. Die sind heute 25 Jahre älter, wo wir die höchsten AfD-Wahlerfolge haben. Und wenn man jetzt noch vor Augen hat, dass die Hauptwählergruppe der AfD, die Gruppe der AfD-Wähler im Osten, die Männer zwischen 30 und 40 Jahren sind, dann sind das genau diejenigen, denen damals die Frauen abhanden gekommen sind. Also das hat dieser demografische Wandel erhebliche soziale und politische Folgen. Das vergisst man manchmal. Also, jetzt haben wir, was ich gesagt habe, den Einbruch der Kinderzahl im Osten, die Abwanderung und wir haben daraus dann eine Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, das ist jetzt Vergangenheit 2000 bis 2016, die so aussieht. Und Sie sehen hier interessanterweise noch immer die Ost-West-Grenze. Die zeichnet sich praktisch 1:1 ab. Massive Verluste, Bevölkerungsverluste, die anhalten durch die Lücken, die irgendwann mal entstanden sind in Ostdeutschland. Mittlerweile durch den Aufbau Ost, durch den Aufschwung Ost und alles, was da passiert ist, da ist ja sehr viel auch im positiven Sinne entstanden. Es sind blühende Landschaften entstanden, aber diese blühenden Landschaften finden wir nur in den Städten. Die Landschaften blühen nicht. Es sind die Städte, das ist hier Dresden, Leipzig, Halle, Erfurt, Weimar, Berlin, Großraum Berlin, weil Berlin mittlerweile natürlich nach Brandenburg drängt, was den Wohnungsmarkt und auch den Arbeitsmarkt anbelangt. Aber die ländlichen Regionen, die peripheren ländlichen Regionen, die haben es richtig schwer. Und umgekehrt sehen Sie natürlich hier unten, in was für einem demografischen Wunderland Sie hier leben, in Baden-Württemberg und Bayern. Also Baden-Württemberg ist das Land, das praktisch flächendeckend auch in Zukunft fast keine Bevölkerungsverluste zu erwarten hat. Die gibt es im Hochschwarzwald, die gibt es vielleicht irgendwo in der Ostalb, aber das sind für baden-württembergische Verhältnisse die Krisenregionen. Das hat aber nichts damit zu tun, was wir hier in diesen Regionen sehen oder auch in bestimmten Regionen in Westdeutschland. Also das ist jetzt kein Phänomen, was explizit nur ein ostdeutsches Phänomen ist. Wir haben es eben in dem ehemaligen Zonenrandgebiet vom Bayerischen Wald über Oberfranken, Rhön bis nach Niedersachsen, Nordhessen hoch. Das sind die Regionen, die auch einen starken Strukturwandel erlebt haben. Abwanderung von jungen Menschen, das ist das gleiche Phänomen wie im Osten. Und wir haben es im Ruhrgebiet, also die alten klassischen Industriereviere,
die viele Arbeitsplätze durch den Strukturwandel verloren haben, Abwanderung von jungen Menschen, Ruhrgebiet und Saarland. Wir haben Südwestpfalz, Wegbruch der Schuhindustrie, Wegbruch der Militärstandorte. Alles das ist ein Strukturwandel, der auch den demografischen Wandel dann befördert hat. Und die Wachstumsregion hier unten Bayern, Baden-Württemberg, das liegt nicht daran, dass die Leute hier viele Kinder hätten. Das ist absolut Durchschnitt in Baden-Württemberg, sondern das ist die Attraktivität des Arbeitsmarktes, der junge Menschen aus, im Zweifel aus diesen blauen Regionen anzieht, die dann hierher kommen, um für die Ausbildung, für das Studium oder für den Job. Die einzigen Regionen, die dann hier neben den Städten Hamburg, also Großraum Frankfurt ist noch gut, Köln, Bonn, Düsseldorf ist noch gut. Die einzige ländliche Region, die das können, ist das Emsland und das Oldenburger Münsterland, also die Kreise Vechta-Kloppenburg. Die haben einen extrem starken Mittelstand, obwohl sie ländlich dünn besiedelt und peripher liegen. Die sind extrem gut aufgestellt. Das ist so eine Art Baden-Württemberg im Norden. In manchen Bereichen sogar ein bisschen besser als Baden-Württemberg. Habe ich jetzt aber keine Zeit, das genau zu erklären. Wenn man jetzt einen Ausblick wagt in die Zukunft, so 15 Jahre, das ist in demografischen Prognosen ein relativ sicherer Zeitraum, weil es sei ja so, das sind keine Prognosen wie Wirtschaftsprognosen, sondern das ist eine buchhalterische Fortschreibung über 15, 20 Jahre. Aber die allermeisten Menschen, die in 15 Jahren in Deutschland leben, gibt es heute schon. Die sind einfach nur 15 Jahre älter. Und wir wissen, dass sich die Geburtenziffer nur sehr langsam verändern. Wir wissen, dass sich die Lebenserwartung nur sehr langsam verändert. Das einzig Ungewisse, Unbekannte, was wir haben, ist die Zuwanderung. Da gibt es Ausschläge, aber auch da kann man das langfristig mal mitteln. Wenn man sich jetzt anschaut, und das ist interessant, wie sich die verschiedenen Altersgruppen entwickeln. Unter 20, 20 bis 65 und drüber. Das sind die wichtigen Altersgruppen, weil das untere ist der Nachwuchs. Das sind die Fachkräfte von morgen, die heute durch die Schule, durch die Ausbildung gehen müssen. Und da sind wir hier. Also je dunkler, umso höher ist der Anteil der unter 25-Jährigen. Und das ist insofern interessant, als 1995 sieht man hier noch im Osten Deutschlands mehr junge Menschen als im Westen. Das liegt noch daran, dass die Kinderzahlen zu DDR-Zeiten, haben wir vorhin gesehen, haben, über dem Westniveau lagen. Also in Sachen, die DDR war jünger, deutlich jünger als der Westen, aber das geht über die Jahre verloren. Bis 2035 geht das verloren und gerade in den peripheren ländlichen Gebieten in Ostdeutschland gibt es dann da auch richtige Einbrüche, schlicht und einfach, weil da mittlerweile die Menschen im Familiengründungsalter fehlen. Das ist das Echo, also die abgewanderten Frauen oder die Nichtgeborenen in den 90er Jahren, die sind jetzt dann in dieser Phase im Familiengründungsalter und deswegen gibt es da weniger Nachwuchs. Obwohl die Kinderzahlen pro Frau im Osten über dem Westniveau liegen. Aber das füllt die Lücke überhaupt nicht aus. Aber das ist insgesamt, sieht das relativ gut aus noch. Also es ist kein so ein Einbruch, wie man es vielleicht jetzt erwarten würde. Und das liegt daran, dass die Kinderzahlen insgesamt in Deutschland leicht gestiegen sind über die letzten Jahre. Wir waren mal Höhepunkt der Babyboomer hatten wir 1,4 Millionen Neugeborene pro Jahr. Wir sind dann runter auf 650 in den 2000er Jahren und sind jetzt wieder über 700.000, 730, 40 irgendwo in der Gegend. Also die Kinderzahlen sind leicht gestiegen, auch durch die Zuwanderer. Weil die Zuwanderer natürlich im Schnitt jünger sind als die einheimische Bevölkerung. Da sind Frauen dabei, die bringen Kinder mit und die bekommen Kinder. Also verschiedene Effekte, die dazu geführt haben, dass die wenigen Kinder, die wir seit langem haben, nicht im Moment jedenfalls nicht noch weniger werden oder kaum noch weniger werden. Das klingt erstmal gut, aber jetzt sieht man was anderes. Das sind die 20- bis 64-Jährigen. Das ist die Erwerbsbevölkerung. Das sind die Babyboomer, die sich zwangsläufig bis 2035 in die Altersgruppe darüber verabschieden werden. Und da haben wir jetzt dann doch schon ganz erhebliche Herausforderung. Und Sie sehen, bis 2035 sind das nur die Städte und Bayern, Baden-Württemberg ein bisschen besser als im Rest des Landes, die Menschen im Erwerbsalter anziehen können. Die sind nicht selbst produziert, die sind geklaut. Baden-Württemberg profitiert vom Rest der Republik, weil es so wirtschaftsstark ist, weil es attraktiv ist, trotz der hohen Mieten in Stuttgart, trotz aller möglichen Aufgaben hier, ist das attraktiv und bleibt attraktiv. Und das geht dann zu Lasten
der Regionen, die ohnehin schon weniger von diesen Leuten in dieser Altersklasse haben. Denn hinter diesen hellen grünen Farben verbirgt sich sowohl der Geburteneinbruch wie auch die Abwanderung, wie als auch die Tatsache, dass die Abwanderung aus den Regionen anhält, Richtung attraktivere Arbeitsplätze. Und vor allem die Städte hier, München, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Dresden, Leipzig, das sind diejenigen, die sich zu Lasten der ländlichen Regionen hier stabilisieren können. Und jetzt kommt dann die nächste oder die letzte Altersgruppe. Das sind die ja, im Ruhestandsalter. Und auch da, wir werden die gesamten Babyboomer bis 2035 im Ruhestandsalter haben. Und das sind dann die eigentlichen Aufgaben für die Kommunen und für das ganze Land. Und zwar vor allem in den Regionen, denen es eh schon schlecht geht. Die haben schlechte Gewerbesteuereinnahmen, die haben schlechte kommunale Einnahmen durch rückläufige Bevölkerungszahlen, durch niedrigere Einkommen in Osten Deutschlands. Die haben einen ganz erheblichen Anstieg derjenigen, die halt im Ruhestandsalter sind. Und hier auch sehen Sie wieder, dann durch das Anwerben von jungen Menschen über den Arbeitsmarkt bleiben diese Zentren Stuttgart, München, Frankfurt, Hamburg, Berlin, die bleiben jung. Da tut sich ganz wenig im Vergleich zu heute. Das ist nur der demografische Umschlag, der demografische Klau aus den anderen Regionen. Das heißt, daraus erwächst natürlich auch eine gewisse Verantwortung für die wirtschaftsstarken Länder Bayern und Baden-Württemberg. Also das, was wir heute im Finanzausgleich sehen, über den mitunter auch im Süden geklagt wird, das wird nicht aufhören. Das wird eher eine höhere Belastung für die wohlhabenden oder gut funktionierenden oder wirtschaftsstarken Länder und Regionen als weniger. Also da sieht man doch ganz erheblich, was jetzt demografischer Wandel bedeutet und dass wir, also wir verfolgen das beim Berlin-Institut seit ungefähr 20 Jahren, diese ganzen Fragen und die Wahrnehmung des demografischen Wandels, das läuft immer so zyklisch. Mal ist Panik, mal ist wieder Ruhe. Und in den letzten Jahren hatte man so ein bisschen den Eindruck, durch die starke Zuwanderung ist der demografische Wandel abgeblasen. Denn der befürchtete Rückgang der Gesamtbevölkerung runter auf 75 von 82 Millionen, der findet nicht statt. Die Gesamtbevölkerung dürfte bis 2030, 2035 einigermaßen stabil bleiben. Aber die Altersklassenverschiebung, die bleibt natürlich dabei. Und das sehen wir hier. Und das ist das Wichtige. Und die regionalen Verwerfungen, die werden sogar noch stärker. Haben wir noch 3 Minuten? Okay. Dann ein kleiner Blick nochmal raus aus Deutschland nach Europa. Denn Europa ist wichtig. Nicht nur Afrika ist wichtig, weil das für die Wanderungsfragen relevant ist, sondern Europa ist wichtig, weil wir aus Europa auch sehr viele Zuwanderer bekommen haben. Also bevor die große Welle durch den sogenannten Flüchtlingsstrom nach Deutschland gekommen ist. Die Kurve, die da nach oben geht, das waren am Anfang EU-Zuwanderer. Das waren keine Flüchtlinge. Durch die Reisefreizügigkeit in der EU konnten dann eben auch Menschen aus Bulgarien, Rumänien oder Polen nach Deutschland kommen, um hier nach Arbeit zu suchen, um hier Beschäftigung zu suchen und auch zu finden. Und deswegen ist es wichtig, mal zu sehen, was gibt es denn überhaupt noch für Wanderungspotenzial innerhalb von Europa? Geht das so weiter? Kann Rumänien und Bulgarien und Polen, können die überhaupt dauerhaft Leute zur Verfügung stellen für uns? Und Sie sehen einmal hier die Kinderzahlen in Europa und das sieht komisch aus oder interessant aus, denn wir haben, Entschuldigung, hier zeichnen sich die Ländergrenzen so explizit ab, also zwischen Spanien und Frankreich, zwischen Italien und Frankreich, zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland und Dänemark. Wie kommt das? Wohnen da andere Leute? Sind die anders drauf? Und das begründet sich nur über die jeweilige Familienpolitik. Die ist in Frankreich anders, und zwar langfristig anders seit den 50er, 60er Jahren als in Deutschland. Da hat man sehr früh drauf auf eine gute Kinderbetreuung gesetzt, hat dadurch eine höhere Erwerbsbeteiligung von Müttern in Frankreich. Insgesamt ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen in Frankreich niedriger als in Deutschland, aber die Müttererwerbsbeteiligung ist in Frankreich höher. Und die Kinderzahlen sind auch höher. Und das muss mit der Betreuung zusammenhängen, mit den Betreuungsmöglichkeiten zusammenhängen. Das Gleiche gilt natürlich im Vergleich Skandinavien, Deutschland. Und Sie sehen hier, es sind die, interessanterweise, die katholischen Regionen, mit Ausnahme von Irland, also Italien, Spanien, Portugal, die niedrigsten Kinderzahlen haben. Also dort, wo wir vielleicht noch so
glauben die großen Familien, gerade in Süditalien, die Mama mit den 7 Kindern, das ist Quatsch, das ist schon lange Quatsch. Wir haben die niedrigsten Kinderzahlen je Frau in Europa, in Süditalien, hier unten. Mit Abstand 1,0 Kinder je Frau. Woran liegt das? Die Gesellschaften haben sich überall modernisiert. Frauen haben besseren Zugang zu Bildung. Frauen sind auch in Italien besser qualifiziert als Männer. Aber dort, wo die Gesellschaftsvorstellung noch in der alten Zeit festhängt, wo es also so ist, ja, die Frau muss ja dann irgendwie sich irgendwann um den Haushalt kümmern und sie muss nicht berufstätig sein, da passen das herrschende Gesellschaftsmodell und die Wirklichkeit nicht mehr zusammen. Und die Folge ist, dass die Frauen sagen, nö, gar nichts. Keine Lust auf die Männer, die das propagieren, die man dann vielleicht auch als Partner finden sollte, und keine Lust, mich auf dieses System einzulassen. Dann mache ich lieber eine Ausbildung und einen Job und gucke, dass ich vernünftig dastehe. Und das ist der Grund dafür, dass diese katholischen Länder, und Sie sehen hier auch Polen. Polen hatte 1990, also zur Wende, noch die höchsten Kinderzahlen in Europa. Katholisches Land und sozialistisch geführt und auch ähnlich wie in der DDR, das hat funktioniert. Die gehören heute zu den niedrigsten. Und auch hier Bulgarien, Rumänien zum Teil, Griechenland, extrem niedrige Kinderzahlen. Das hängt auch mit der wirtschaftlichen Lage zusammen. Anders als in den ganz armen Ländern, wenn sich da die Lage verschlechtert, steigen die Kinderzahlen. Also wenn in Somalia größeres Chaos wird, steigen die Kinderzahlen. Aber in Europa haben wir gesehen, mit der Finanzkrise 2008 sind in allen diesen Ländern die Kinderzahlen gesunken, weil die Menschen wissen, oh, jetzt wird es schwieriger, ich verliere den Job vielleicht, Einkommen geht runter und jetzt noch die Belastung über eine größere Familie wollen wir nicht. Also da argumentieren die Menschen oder denken die Menschen extrem rational das hat dann natürlich zu Folgen, dass dort ähnlich das demografische Potenzial verloren geht, wie wir es vorhin in Ostdeutschland gesehen haben. Und das ist jetzt die Wanderung. Die Wanderung ist ja eine andere Einflussgröße für das, was an Bevölkerung da ist. Und auch da haben wir in der Zeit 2011 bis 2015 starke Abwanderung, auch wirtschaftlich bedingt, aus diesen Regionen, die eh schon wenig Kinder haben. Das heißt, sie werden demografisch aus zwei Richtungen in die Zange genommen, verlieren junge Leute durch die Abwanderung und haben wenig Nachwuchs. Wiederum Spanien, Portugal, Griechenland und die Osteuropäer. Das heißt, die Bevölkerungsentwicklung in der Prognose sieht dann für Europa so aus, dass wir hier Wachstumsregionen haben. Das sind die Länder, die relativ hohe Kinderzahlen haben. Kein Land in Europa hat bestandserhaltende Kinderzahlen. Aber die Franzosen haben 1,8, die Schweden haben 1,7, also noch eine ganze Ecke mehr als bei uns oder in Spanien oder Italien. Also diejenigen, die hohe Kinderzahlen haben und Zuwanderung haben, alle Länder haben ja Zuwanderung in Europa, die werden demografisch stabil bleiben oder sogar wachsen. In Deutschland ist es gemischt und das haben wir vorhin auch gesehen, der Süden und die Städte, die können noch profitieren, aber ländliche, periphere Räume verlieren. Und das an den Rändern im Osten und im Süden und im Westen von Europa, da sind erhebliche Bevölkerungsverluste zu erwarten in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Das hat einen Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Und das sind die Länder, die eigentlich Zuwanderung am stärksten bräuchten. Die müssten heute, gestern eigentlich, eine ordentliche Zuwanderungspolitik organisieren. Und das sind jetzt die Länder, gerade im Osten Europas, im Süden weniger, die sich massiv gegen Zuwanderung wehren. Das heißt, sie verbauen sich die demografischen Chancen, die sie hätten, wenn sie Reparaturmittel Zuwanderung nutzen würden, um sich demografisch und vom Arbeitsmarkt her einigermaßen zu stabilisieren. Das war so ein bisschen ein Überblick über das, was demografisch passiert. Vielleicht noch ganz kurz was zum Berlin-Institut. Wir sind ein relativ kleines Institut in Berlin, ein gemeinnütziges Institut, unabhängig. Unabhängig ist sehr wichtig in dem Zusammenhang, weil Demografie immer so eine politisch heikle Frage ist. Wir haben überhaupt keine öffentliche Förderung. Das ist die Grundlage für die Unabhängigkeit. Wir leben von Forschungsaufträgen, von Spenden. Wir haben einen Förderkreis. Also wenn Sie gute demografische Expertise brauchen, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie mich an. Wir haben demnächst eine neue Studie zur demografischen Entwicklung in Deutschland.
erscheint Anfang April mit hochinteressanten Ergebnissen und Daten. Und wir beschäftigen uns eben auch mit Migrationsfragen, mit Bevölkerungsentwicklung in Afrika, im Nahen Osten und so weiter. Also wir versuchen, das ganze Feld abzudecken. Und Sie finden alles das bei uns. Alle Studien sind frei verfügbar auf dieser Homepage. Und jetzt müssen wir das erstmal verdauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Klingholz. Wir geben gleich Fragen, also die Möglichkeit, an Sie Fragen zu stellen. Ich presche mal vor mit der ersten Frage. Warum ist das, was Sie hier sehr eindrucksvoll dargestellt haben, nicht stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit? Weil das sind doch wichtige Dinge. In 10 Jahren ist es ja so, dass die meisten Babyboomer in Rente gehen. Und Sie haben aufgezeigt, wie der demografische Wandel wirkt. Warum ist das nicht stärker in der Diskussion? In Deutschland, das funktioniert nicht. Ging das? Hören Sie mich? Ja, klar. Demografische Diskussion in Deutschland war lange ausgeblendet, verpönt. Das hängt mit unserer Vergangenheit zusammen. Die ist 70 Jahre her. Die Nazis haben Demografie, Bevölkerungslehre missbraucht für ihre völkischen Überlegungen. Und danach wollte keiner mehr sich mit dem Thema beschäftigen. Es gab keine Lehrstühle in Deutschland, es gab praktisch niemand, der sich mit Demografie beschäftigt hat. Und auch die Politik hat da lange einen Bogen drum gemacht. Sie haben das ja gesehen. Nach dem Einbruch der Geburtenziffern in Deutschland keine politische Reaktion. Im Osten ja, aus anderen Gründen. In Frankreich, wenn da die Geburtenziffer eingebrochen wäre, die hätten alles auf die Beine gestellt, um das zu ändern. Auch in Schweden hat man das gemacht. In Deutschland war das kein Thema. Das ist jetzt wirkt sich jetzt langfristig als kleines Problem aus. Aber ich würde sagen, die Politik hat es ausgeblendet und dann hat es natürlich die Bevölkerung auch nicht mitgekriegt, wenn es nicht thematisiert wird. Aber seit Anfang der 2000er Jahre, 2003 war so ein Stichjahr, nicht nur, weil wir unsere erste große Studie gemacht haben zu dem Thema, da gab es auch das Buch von Frank Schirmacher und so weiter, und plötzlich war das ein Thema. Haben alle darüber geredet, Rentenproblematik, und es war vor allem das Dunkle an dem demografischen Wandel, was dann dominiert hat. Die Menschen haben es, glaube ich, einigermaßen kapiert. Und das kann man auch festmachen. Seitdem diese Diskussion um den demografischen Wandel da ist, hat sich beispielsweise die Erwerbsquote der älteren Menschen komplett verändert in Deutschland. Wir waren 2003 unter den schlechtesten in Europa, alten Erwerbsquote. Wir gehören jetzt zu den Besten. Das Gleiche gilt anderer Stellschraube Frauenerwerbsquote. Wir waren bei den schlechtesten in Sachen Frauenerwerbsquote 2003. Wir gehören jetzt zu den Besten, gleich nach Schweden, gleich nach den Skandinavien. Sachen Bildung. Nach dem PISA-Schock haben sich die Bildungsergebnisse in Deutschland deutlich verbessert. Bildung ist natürlich wichtig, damit die kleiner werdenden jungen Jahrgänge wenigstens produktiv und leistungsfähig sein können. Und auch in Sachen Zuwanderung ist Deutschland bei allen Problemen, die wir haben, gar nicht so schlecht. Sonst könnten wir unsere Wirtschaft nicht so laufen lassen. Also Porsche und Daimler funktionieren, weil wir da unter anderem Zuwanderer in der Belegschaft haben. Also Deutschland, das muss man immer im internationalen Vergleich sehen. Es könnte alles besser sein. Wir können über alles klagen, was hier in Deutschland läuft. Aber im internationalen Vergleich machen wir das gar nicht schlecht. In Frankreich gehen die jungen Menschen nach wie vor auf die Straße, wenn das Rentenalter erhöht werden soll. Das muss man sich mal überlegen. Die müssen das bezahlen. Und die protestieren gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Das heißt, in Frankreich ist diese Diskussion überhaupt noch gar nicht in die Köpfe der Leute reingekommen. Die müssten auf die Straße gehen und sagen, Rentenalter hoch, weil wir es bezahlen müssen. In Frankreich gibt es viele Berufsgruppen, Lokführer oder sowas, die gehen mit 55 in Rente. Frankreich hat natürlich auch einen Babyboom. Die haben zwar ein paar mehr Kinder, aber die werden genau die gleichen Probleme kriegen wie wir in Deutschland und in anderen Ländern. Auch im internationalen Vergleich China zum Beispiel. China ist im Moment so die Wirtschaftsmacht, vor der alle Angst haben, weil die sich extrem stark entwickelt haben. Aber China ist so ein bisschen das Japan, was wir bis 1990 hatten. Bis 1990 war Japan die Hightech, die Technologienation der Welt. Alle haben gesagt, oh Gott, das sind Sony, Hitachi, Mitsubishi oder was, da können wir nicht mit. 1990 war zu Ende. Da gab es einen riesigen Wirtschaftseinbruch in Japan, und der war unter anderem demografisch bedingt.
Japan hat so gut wie keine Zuwanderung. Die haben viel größere Probleme. Die haben viel größeres Alterungsproblem als wir. Das heißt, die Demografie nimmt denen, die jetzt gut sind oder gut dastehen, China, doch mittelfristig ganz viele Möglichkeiten. China hat auch einen viel größeren Babyboom als wir, weil zu Maos Zeiten am Anfang hatten die Menschen mehr als 5 Kinder. Und da gab es die 2 und dann die Ein-Kind-Politik und heute haben sie Kinderzahlen wie wir. Wir kommen von 2,4 Kindern, die kommen von 5 Kindern. Das heißt, bei denen ist diese Beule da der Erwerbsfähigen, die ist heute noch sehr groß. Und deswegen brummt das da in China so. Aber die gehen natürlich irgendwann auf einen Schlag in Rente und dann gehen doppelt so viel anteilmäßig, doppelt so viel in Rente wie bei uns. Und dann geht der Wettbewerbsvorteil in China Schritt für Schritt zurück. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns früh auf diesen demografischen Wandel einstellen. Wir gehören zu den Pionieren. Italien, Japan, Deutschland, das sind die Pioniere weltweit im demografischen Wandel. Das heißt, wir müssen früh uns Konzepte überlegen, wie wir damit umgehen können. Das ist alles keine Katastrophe, es ist nur eine Frage, wie wir uns anpassen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir danach bei den Gewinnern oder bei denen, die besser dastehen, weil wir die Anpassungskonzepte haben. Die Franzosen haben sie dann nicht, die Italiener haben sie mit Sicherheit auch nicht. Die Japaner haben sie auch nicht. Also die Japaner haben wir schon erledigt oder überholt. Bei den Chinesen dauert das noch. Aber China, das ließ sich auch demografisch vorhersagen. 2013 war das Jahr in China, wo der Anteil der Erwerbsfähigen in der Gesamtbevölkerung zum ersten Mal gesunken ist. Und es gab Leute, und wir haben das auch gemacht, vorhergesagt, 2013 hört dieses extrem hohe Wirtschaftswachstum in China auf. Die waren vorher bei 13-14% und die sind dann runter auf 8%, sind heute bei 6% Wirtschaftswachstum. Hauptsächlich demografisch bedingt. Die hohen Wachstumszahlen, Wirtschaftswachstumszahlen hören in allen entwickelten Staaten auf. Und das ist eine weitere Herausforderung, denn wir haben rückläufige Wachstumszahlen zu erwarten. Wenn man sich das in Deutschland anguckt, das geht so treppenstufenartig in allen Industrienationen nach unten. Wir sind so im Schnitt bei gut 1% Wirtschaftswachstum im Schnitt im Moment. Das wird aber weiter runtergehen bei steigenden Kosten. Und das ist das Problem, weil die Sozialversicherung funktioniert ja auch gut, wenn wir Wirtschaftswachstum haben. Die Schuldenpolitik funktioniert gut, wenn wir Wirtschaftswachstum haben, weil der Schuldenstand am Bruttoinlandsprodukt gemessen wird. Deswegen haben wir hier die Maastricht-Verschuldung senken können, weil das Wirtschaftswachstum da war und gleichzeitig, weil wir uns billig neu verschulden konnten. Alles das wird in Zukunft schwieriger. Herr Dr. Klingholz, vielen Dank. Fragen aus dem Publikum? Von Ihnen? Ja, Herr Schienbeck. Eine kleine, vielleicht provokative Frage. Wenn wir uns den Bevölkerungsaufteilung angucken und den Babyboom-Bau, dann ist das ja eigentlich nur eine Phase von ungefähr 35 Jahren oder so. Und dann ist das wieder ganz anders. Lohnt es sich denn überhaupt, für diese Phase so viel Aufwand zu betreiben? Also bis wir alle verschwunden sind. Ja, das ist natürlich, wenn man jetzt politisch verantwortlich denken würde, da geht es ja darum, dass man versucht, den Menschen im Lande irgendwie eine vernünftige Existenz, ein Wohlergehen zu sichern. Und die Aufgabe besteht eben darin, diesen ja finanziellen Bedarf irgendwie zu stemmen. Und wenn Sie in Stuttgart leben und sagen wir mal, Renteneinkünfte von 1.000 Euro im Monat haben und mehr nicht, da bleibt nicht viel zum Einkaufen übrig. Es wird eine Herausforderung. Die Frage ist, wie man es finanziert. Und da ist diese öffentliche oder sagen wir, die politische Diskussion meiner Meinung nach ein bisschen unehrlich im Moment. Wir haben natürlich immer die beiden großen Volksparteien, die beiden ehemaligen großen Volksparteien, muss man sagen, die versuchen sich in Versprechungen, in Wohltaten für die künftige Rentnergeneration zu übertreffen. Das haben wir in Vorwahlkampfzeiten, beide Parteien haben das immer gemacht, weil beide Parteien abhängig sind von der Wählerschaft 60+. Die sind praktisch die Mehrheit mittlerweile in Deutschland. Sie sind vor allem die demoskopische Mehrheit, weil sie häufiger wählen gehen. Das heißt, ich muss auf die Leute zugehen und sagen, ihr kriegt was, ne? Wählt mich. Das hat in der Vergangenheit funktioniert. Und das finde ich extrem spannend. Das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Aber heute haben wir die Situation, dass die Partei, ich sage jetzt nicht, welche das ist, die da
sag mal, die meisten Versprechungen macht, die größten Verluste einfährt. Was heißt das? Große Hoffnung auf die Babyboomer. Die Babyboomer sind besser qualifiziert als Generationen vorher. Die sind in verantwortlichen Jobs, die haben gute Jobs. Die sind anders sozialisiert. Die sind die haben die 68er-Revolution zum Teil mitgemacht, die haben die ganzen Protestbewegungen mitgemacht, Frauenbewegungen mitgemacht und so weiter. Ich glaube, die denken anders als die Generationen vorher. Und die gehen anders um mit Fragen eines langfristigen Wandels. Ob das Energiewende, ob das Klimawandel, ob das demografischer Wandel ist. Und die glauben nicht mehr diesen Versprechungen, die lange funktioniert haben. Und das ist für mich die Erklärung, dass ausgerechnet die Partei, die am meisten verspricht, am meisten verliert. Das finde ich ein gutes Zeichen. Das hört die entsprechende Partei nicht gerne, aber die sollten da mal drüber nachdenken. Ich glaube, wir brauchen eine ehrlichere Diskussion, was die Finanzierung des Demografenwandels anbelangt. Ich kann natürlich Konzepte machen, sagen, wir machen jetzt Rente mit 63, wir machen Mütterrente, wir machen Solidarrente oder wie die alle heißen und wir machen die Haltelinien, die sagen, die Beiträge steigen nicht endlos, aber die Auszahlungen sind gedeckt, fallen nicht unter eine bestimmte Grenze. Das kann man alles machen. Das kann man auch gesellschaftlich besprechen, das kann man auch politisch besprechen. Aber zu dieser Diskussion gehört die zweite Hälfte dazu, wo nehmen wir das Geld her? Wie finanzieren wir das? Wir können das nicht über die Rentenkasse finanzieren. Die Rentenkasse hat heute schon Zuschüsse aus den Steuerkassen von 100 Milliarden im Jahr. Über ein Drittel der Rentenzahlungen sind steuerfinanziert. Obwohl wir eigentlich denken, wir hätten eine umlagenfinanzierte Rente. Das Ganze lässt sich nur finanzieren, wenn wir massiv mehr aus dem Staatshaushalt da reinstecken. Und das heißt Steuererhöhung. Anders, ich meine, wie will der Staat das Geld kriegen? Das ist ja nicht sein Geld, sondern das ist unser Geld. Das zahlen die Bürger. Und dann kriegen es die Bürger wieder. Das ist ja sinnvoll. Aber wenn ich mir überlege, wie mache ich das, dann kann ich das nur über Steuererhöhung. Und das heißt, also bis 2040 müsste man eine Mehrwertsteuererhöhung von 2% durchsetzen. Haben Sie das in der Diskussion irgendwann erhöht? Nee. Aber das gehört zu einer ehrlichen Diskussion dazu. Und dann können wir gesellschaftlich, politisch darüber reden, wie machen wir das? Wollen wir das? Ich kann mir vorstellen, dass die Leute sagen, das können wir machen. Wir müssen uns um die Älteren kümmern. Aber im Moment ist das eine Mogelpackung, die da verkauft wird. Lieber Dr. Klingholz, die Landfrauen warten, deswegen muss ich Sie jetzt abwürgen. Ich habe aber eine persönliche Erkenntnis aus Ihrem Vortrag, den ich sehr interessant fand, herausgefunden. Ich war blöd genug, nie davon zu träumen, Lokführer zu werden. Aber richtig klug wäre ich ja gewesen, wenn ich Lokführer in Frankreich hätte werden wollen. Dann könnte ich. Wenn Sie das für gut befinden, dass Sie mit 55 nicht mehr arbeiten dürfen, dann ja. In Frankreich, ja. So, Herr Dr. Klingholz, bevor Sie uns verlassen, habe ich natürlich für Sie auch noch ein Geschenk. Alles stirbt aus in Deutschland, auch der Gartenzwerg. Also nutzen Sie ihn. Sehen Sie, das war mal in jedem Garten, jetzt ist er ausgestorben. Vielen Dank. So, wir gehen.